Hänsler Schnellnummer. Heute gibt es ein wunderbares Rumpsteak mit einer Pfifferlings-Kirschrahmsoße. Hoho, dafür das Rumpsteak. Jetzt erstmal mit Salz und Pfeffer von beiden Seiten würzen. Und zwar kräftig und vorweg. Und dann geht es direkt in die Pfanne. Beide Seiten circa 2 Minuten bei hoher Hitze braten. Wäre das Fleisch brät, das ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Die Kirschen halbieren und den Kern rausholen. Vielleicht am besten schon vorher machen, weil es dauert ein bisschen länger. Okay, ich habe ja gerade gesagt, 2 Minuten. Kommt ein bisschen an, wie dick das Steak ist. Ihr könnt mal angucken. Einen Finger auf Steak, den anderen hier. Dann macht ihr so. Aha, das wäre Rare. Hier, das wäre Medium. Und wenn es sich so anfühlt, dann ist durch. Dann ist zu spät. Jetzt kommt das Steak raus und die Pfifferlinge rein. Nach circa 2 Minuten kommen die Kirschen dazu. Jetzt mit Salz und Pfeffer würzen. So. Noch einmal durchschwenken. Flocke Butter. Ah, Butter muss sein. Und dann kommt gleich die Sahne drauf. So, Sahne drauf. Circa 2-3 Minuten köcheln lassen. Während die Sahne einkocht, kurz noch den Schnittlauch schneiden. Fleisch auf dem Teller. Guck mal hier. Unsere cremigen Pfifferlinge. Wunderbar mit den Kirschen direkt auf das Fleisch. Dann noch der frisch geschnittene Schnittlauch. Et voilà. Und hier ist die Einkaufsliste für einen Rumpsteak mit Pfifferlingen und Kirschen für 2 Personen. 2 Rumpsteaks, je ca. 220 Gramm. 250 Gramm Pfifferlinge, 100 Gramm Kirschen, halbes Bund Schnittlauch, ein Becher Sahne, Flocke Butter, Salz, Pfeffer natürlich auch. Guten Appetit!